Ui, was gibt's denn da? Was zum Anziehen? Geh, Maximus, schlupfe mal schnell rein in die Biker-Kluft. Original aus den Staaten, versteht sich. Maximus, kratzt, zwickt's irgendwo? Und selbst wenn, im Schwabinger Raubtiersalon gibt's genug Alternativen. Vom Regencape über die Hundetragetasche bis zum Collier für die besonderen Anlässe. Hund sein im 21. Jahrhundert, das ist im Wesentlichen eine Frage von Geschmack und Budget der Besitzer. Schließlich gibt's Lagerfeld längst auch für vier Beine. Jungpudel Ringo probiert seinen ersten Winterpulli. Aber nicht irgendwas Kratziges, gell? Alpaka-Wolle. Ist es bei der Hundemode auch so, dass man also dass Hunde sich untereinander oder deren Besitzer, Herrchen, Frauchen, dann sagen, also so, das ist doch, was ist denn das für eine Marke und so, oder ach, das ist doch irgendwas No-Name, das ist doch vom Kick oder so? Ja, Kick, glaube ich, gibt es gar nicht. Also zumindest für ihn, aber ich achte da nicht drauf. Nee, es geht mir nicht, es muss mir gefallen, das ist schon richtig, aber es ist jetzt nicht so, dass ich eine Marke brauche wie Louis Vuitton oder sonst was. Nein, sowas gibt es ja auch. Und der Ringo dürfte jetzt auch mit anderen Hunden spielen, die jetzt also kein Harley Davidson anhaben und keine Alpaka-Pullis. Genau, natürlich, jederzeit. Shoppen macht hungrig. Und auch hier macht Rhodesian Ridgeback Maximus keine Kompromisse beim Futter. Pansen, fette Wurstreste, Schweineohren, von wegen. Als Familienmitglied hat der Hund auch kulinarisch längst zum Homo sapiens aufgeschlossen. Was ist das für eine Mischung? Was haben wir da? Da haben wir jetzt Truthahn und Strauß. Mm. Wollen wir mal probieren? Ja, ein Stückerl. Ja. Das ist lecker. Hier machen wir große Verköstigung. Und? Fleisch. Und danach eine Gummiwurst für die Zahnpflege? Kapuzenpulli für die nächste G20-Schlacht. Aber bevor wir es uns zu bequem machen, noch ein Abstecher in die Beauty-Abteilung. Dort wartet ein ganz besonderes Wässerchen fürs nächste Date auf der Hundewiese. Mama, wie findest du die Mama? Ja, ich kaufe das für mich. Ja, sehen Sie? Das ist sehen richtig Sie? Schon. Ja, langsam wachsen wir zusammen. Ja, genau. Wahnsinn. Die Hunde geben uns Liebe, Treue, Freundschaft. Das sind Grundbedürfnisse, nach denen wir uns sehnen. In der heutigen Zeit, was finden wir? Die Suche nach Treue, Liebe und Freundschaft. Wie ergibt es uns? Die Hunde. Ganz einfach. Wow. Hund und Mensch auf Augenhöhe. Wer so viel Liebe gibt, der kriegt auch was zurück. Alles gut. Alles gut.